Kann ein wiedergeborener Christ wieder verloren gehen? Kann er das Heil Gottes verlieren? Was sagt die Offenbarung zu dem Begriff Überwinder? Gibt es wiedergeborene Christen, die sind Überwinder und manche, die sind keine Überwinder? Definitiv nicht. Der Begriff Überwinder kommt in den Sendschreiben vor. Die Sendschreiben charakterisieren den geistlichen Zustand einer damaligen historischen Gemeinde, können auch eine heutige Gemeinde charakterisieren und sie charakterisieren den geistlichen Zustand der gesamten Kirchengeschichte von Pfingsten bis zur Entrückung, die geprägt war von unterschiedlichen Phasen mit unterschiedlichem geistlichen Zustand. Es gibt zwei Perspektiven auf die Gemeinde. Eine exklusive göttliche Perspektive, dazu gehören zur Gemeinde ausschließlich wiedergeborene Christen. Ausschließlich wird auch genannt die Braut Christi zum Beispiel. Und es gibt die extendierte Perspektive auf die Gemeinde. Das ist die Perspektive des christlichen Bekenntnisses, der Christenheit. In diesem christlichen Bekenntnis gibt es nicht nur wiedergeborene Christen, sondern auch viele Schein- und Namenschristen. Das ist die extendierte Perspektive und diese Christenheit ist auch geprägt von einem geistlichen Niedergang und geistliche Fehlentwicklungen. Und um diese Perspektive geht es in den Sendschreiben. Und in dieser Christenheit gibt es den Überwinder. Und von was ist der Überwinder gekennzeichnet? Das wird im 1. Johannesbrief deutlich gemacht. Zwei Säulen hat der Begriff Überwinder. Wer aus Gott oder was aus Gott geboren ist, überwindet, 1. Johannes. Das heißt, alles, was die Natur, das Wesen Gottes hat, ist Überwinder. Und das trifft natürlich auf jeden wiedergeborenen Christen zu, denn er hat durch geistliche Wiedergeburt das Wesen, die Natur Gottes. Und das Zweite ist, wer an Jesus Christus glaubt. Das ist der Glauben an Jesus Christus. Das ist das Zweite, was den Überwinder kennzeichnet. Und das trifft auch auf jeden wiedergeborenen Christen zu. Und dieser Überwinder, der heißt im Grundtext eigentlich der Überwindende, der ist aus seiner Position heraus Überwinder, dafür muss er gar nichts tun. Er ist, indem er wiedergeborener Christ ist, ein Überwinder in dieser Christenheit, die von Niedergang gekennzeichnet ist. Und dieser Überwinder wird charakterisiert, wer überwindet, dem werde ich geben. Das ist keine Bedingung, sondern eine Zusage, eine Verheißung. Dem Überwinder werden Verheißungen, Zusagen gegeben. Und das ist das Erbauliche an dem Begriff der Überwinder. In jeder Epoche der Christenheit gibt es wiedergeborene Christen. Innerhalb des geistlichen Niedergangs der Christenheit gibt es wiedergeborene Christen, die wunderbare Zusagen, Verheißungen haben.